Der neue Präsident der Technischen Universität Cottbus, Kurz, muss sich bis Mittwoch entscheiden, ob er das Amt antritt. Das sagte Wissenschaftsministerin Wanker dem RBB-Radiosender Antenne Brandenburg. Bisher sei die Ernennung an ungeklärten Gehaltsforderungen gescheitert. Dazu meinte Wanker, die Höhe der Bezüge für einen Universitätspräsidenten sei in Brandenburg gesetzlich festgelegt. Übergangslösung nach Abwahl. Ordnungsdezernent Holger Kelch wurde von den Abgeordneten des Cottbuser Stadtparlaments als kommissarisches Stadtoberhaupt bestätigt. CDU-Mitglied Kelch bekam bei nur einer Gegenstimme die volle Unterstützung aller Fraktionen. Er soll bis zur Neuwahl eines Oberbürgermeisters die Geschäfte der Stadt leiten. Die Neuwahl wird wahrscheinlich am 22. Oktober stattfinden. Die Amtszeit der abgewählten Oberbürgermeisterin Karin Rätzel endete mit dem heutigen Tag. Das dreitägige Stadtfest Bunter Hering in Frankfurt-Oder hat am Abend mit einem Eklat begonnen. Der Ruderwettbewerb auf der Oder mit Viadrina-Studenten wurde von einer antirassistischen Initiative gestört. Die etwa 50 Demonstranten machten dabei auf die Grenzsituation aufmerksam. Nach ihren Angaben waren in den letzten 10 Jahren 120 Menschen beim illegalen Grenzübertritt über die Oder ums Leben gekommen. Image-Kampagne für das untere Odertal. Mit einem zweitägigen Volksfest will die Region auf sich aufmerksam machen. Die Party steigt nördlich von Schwedt auf der polnischen Seite der Oder. Der Organisator, ein polnischer Verein, setzt sich zum Beispiel für einen grenzüberschreitenden Tourismus ein. Besondere Attraktion war das Oderfloß, das auf seiner Fahrt von Breslau nach Stettin einen Zwischenstopp einlegte. Für das Fest wurde eine Fährverbindung eingerichtet. Medienpreise in Babelsberg. Heute Abend werden in der Potsdamer Filmhochschule HFF die Abschlussfilme von Studenten aller deutschen Filmhochschulen prämiert. Der beste Spielfilm erhält 18.000 Euro, noch einmal so viel stifte der RBB für den besten Dokumentarfilm. Unter den nominierten Werken sind sozialkritische, aber auch ironisch-witzige Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft. Außerdem gibt es den mit 25.000 Euro dotierten Erich Kästner Fernsehpreis für das beste Kinder- und Jugendprogramm. Ein neuer Millionen-Jackpot lockt wieder mehr Lottospieler als sonst in die Läden. Gerechnet werde mit bis zu 15% mehr Tipps, das teilte die Lotto GmbH mit. Nachdem am Mittwoch der Jackpot von keinem Tipper geknackt worden war, wartet morgen die mit 19 Millionen Euro bislang siebthöchste Spielsumme auf die Glückspilze. Gruppenbild mit Lottofee. ARD-Lottofee Franziska Reichenbacher hat in Potsdam die Preise einer Sonderauslosung von Lotto Brandenburg übergeben. 50 Spielteilnehmer durften sich anlässlich des 15-jährigen Jubiläums über einen Extragewinn freuen. 20 Autos wurden an ihre neuen Besitzer übergeben. 30 weitere Tippfreunde bekamen 5.000 Euro. Die Brandenburger sind die